Sie erlebt in ihrer Jugend eine außerkörperliche Erfahrung, die Ihnen unvergesslich blieb. Mhm. Wie kam es dazu? Ich muss ein bisschen ausholen, tatsächlich. Mhm. Ich habe eine etwas belastete Kindheit und Jugendzeit erlebt. Ich bin ein Einzelkind gewesen und hatte zu meinen Eltern jetzt nicht so ein vertrauensvolles Verhältnis. Es war eher gekennzeichnet von viel Streitereien und viel Zwist und Spannungen. Und ich habe mich dann in der Pubertät, vielleicht auch pubertätsbedingt, einfach sehr stark zurückgezogen. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen, bin in mein Zimmer gegangen, habe die Rollo runtergelassen, habe mich hingelegt, habe Musik angemacht mit Kopfhörern, meine Zimmertür zugeschlossen, damit niemand einfach reinkommen kann, und habe halt Musik gehört, eine Stunde oder zwei. Und da mir mein Leben nicht so freudvoll erschien, sage ich mal, habe ich immer versucht, so das auszublenden, was da sonst passiert ist in meinem Leben, und habe mich immer versucht, auf so einen Punkt zu konzentrieren oder so ganz bei mir zu sein, und habe dann unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Ich wusste nicht, dass man das als Meditation vielleicht bezeichnen würde jetzt heute, oder heute würde ich so bezeichnen, das war mir aber damals gar nicht zugänglich, also diese ganze Welt. Ich wusste nichts von Buddhismus und von Bewusstseinsforschung, das war mir alles fremd. Ich war 15, 16 vielleicht. Und dann habe ich ganz spannende Dinge erlebt. Ich habe einmal das Gefühl gehabt, ich konzentriere mich wirklich auf einen Punkt. Also normalerweise nehme ich mich ja wahr, so wenn ich hinspüre, so um den Kopfbereich, das bin ich. Ja? Und da war ich irgendwie winzig klein und sehr konzentriert und habe dann mit diesem kleinen Punkt bin ich so durch den Körper gewandert. Bis in die große Zehe, und habe von der großen Zehe aus dann quasi mich wahrgenommen, was eigenartig war und ein bisschen irritierend, aber auch spannend und interessant. Und einmal habe ich habe Lieder öfter angehört, wiederholt angehört, und einmal habe ich bei Tubular Bells von Mike Oldfield, was ich sehr gerne und oft gehört habe, und wo ich immer versucht habe, die einzelnen Töne zu separieren, also wirklich jeden einzelnen Ton zu hören, wie sich die Melodie aufbaut, wie die einzelnen Stimmen übereinander liegen. Ich habe auch versucht, einzelnen Stimmen zu folgen und so. Also, und da hatte ich ein Erlebnis, dass ich wirklich an einen Punkt kam, wo ich einen Ton wahrgenommen habe, und dann war nichts mehr bis zum nächsten. Und das war sehr lange, es erschien mir wie eine Ewigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zeit aufgehört hat zu existieren. Ich war so präsent und so im Moment, dass ich wirklich jeden Ton verfolgt habe. Also ja, es ist, hat mit meiner normalen Wahrnehmung nichts zu tun gehabt und auch jetzt nichts mehr zu tun. Also ja, es war sehr, sehr intensiv. Und ich habe das längere Zeit betrieben, bestimmt 2, 3 Jahre, bis ich dann dieses doch sehr beeindruckende Erlebnis, bis mich das erreicht hat. Also das ist über mich gekommen sozusagen. Ich habe es nicht antrainiert, es ist einfach passiert. Was haben Sie da erlebt? Ich war aufgestanden an diesem Tag, ich hatte Ferien. Meine Eltern waren beide in der Arbeit, ich war also alleine zu Hause. Und hatte mir Tee gekocht und hatte mich an meinen Schreibtisch gesetzt und wollte Tagebuch schreiben und habe so zum Fenster rausgeguckt. Und dann hatte ich den Tee schon fast ausgetrunken und habe auf einmal, und das ist ungewöhnlich, weil ich bin jemand, wenn ich die Augen aufmache, bin ich wach. Und dann kann der Tag beginnen. Also ich muss nicht langsam versuchen, dass ich ins Tagbewusstsein komme, sondern ich bin ziemlich schnell bei mir. Und ich hatte dann sitzend ein ganz dringendes Bedürfnis, mich hinzulegen, was ich als sehr ungewöhnlich empfunden habe, war mir noch nicht passiert, aber es war so stark der Drang, mich da hinzulegen, dass ich dem einfach nachgegeben habe und mich aufs Bett gelegt habe, und zwar verkehrt rum, also mit dem Kopf an die Stelle, wo sonst die Füße lagen, und die Füße aufs Kopfkissen. Und kaum war ich da gelegen, hat es in meinem Kopf geknackt oder geklickt. Es hat irgendwie ein Geräusch gegeben, und dann hatte ich eine sehr eigensame Wahrnehmung, und zwar ich hatte eine Wahrnehmung, als ob ich quasi auf einmal aufrecht in mir drin sitze. Also ich habe
nicht, jetzt sehe ich meine Arme, meine Beine, ich sehe meinen Körper, also einen Teil davon. Da war jetzt nichts wahrnehmbar, was man jetzt hätte anschauen können, aber es hat sich so angefühlt. Ja? Ich habe mich nachher mal belesen, dass man davon Lichtkörper oder Astralkörper oder so was spricht. Aber das war mir ja nicht. Ja? Ich habe nur eine Wahrnehmung gehabt, dass ich jetzt sitze auf einmal und habe meine Beine und meine Füße liegen sehen auf der einen Seite und meinen Oberkörper und meinen Kopf auf der anderen Seite. Und dann kam mir so, hat es mir eingegeben, also ich hatte das war nicht ein Empfinden von ich denke jetzt nach, sondern ich dachte mir, wenn ich so weit schon draußen bin, kann ich gar rausgehen und bin in die obere Zimmerecke geschwebt und habe mich dann da oben erlebt, in dieser Ecke. Und es war dann so, dass ich nach draußen wollte und es war nicht die Frage, ob ich jetzt die Tür nutzen müsste oder könnte, sondern ich bin einfach durch die Decke und durch den Dachboden und das Dach nach draußen und war dann zwischen den Häusern in, naja, vielleicht 4 Meter, 5 Meter Höhe, wo ich mich wiedergefunden habe und habe unter mir das Dach meines Elternhauses liegen sehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Dach vom Nachbarhaus. Unter mir direkt die Einfahrt, die gepflasterte, und vor mir die Garage, das Garagendach. Von daher muss es über 3 Meter irgendwas gewesen sein. Also es war relativ hoch. Es hat mich auch nicht beklommen, dass ich da in der Luft schwebe. Also es war irgendwie, ja. Und ich hatte auch nicht ein Sichtfeld, wie ich es jetzt habe, so 180 Grad knapp oder was, nach vorne, sondern ich habe den Eindruck gehabt, wirklich, ich kann rundum wahrnehmen, dennoch konnte ich meine Aufmerksamkeit oder den Blick richten. Und ich habe hinter mir die Sonne wahrgenommen, die stand im Süden am Himmel. Und im Norden war aber auch ein Licht, wobei im Norden ja die Sonne nicht, ich dachte mir, das kann ja nicht die Sonne sein, die ist ja da hinten. Also da war ein helles Leuchten, das ich faszinierend betrachtet habe. Und um dieses Leuchten rum oder in der ganzen Luft rumherum hatte ich den Eindruck, ich sehe quasi jedes einzelne Atom. Und das war aber nicht wie ein festes Teilchen, wie man sich das vielleicht landläufig so vorstellt, sondern das war ein Zusammenspiel aus Licht, Farben, unglaublich intensive, bunt schillernde Farben, die sich auch verändert haben und leuchten und ein Pulsieren und wie ein Tanz. Und es hat auch geklungen. Also es war jetzt nicht wie Musik, aber es hatte Klang und es war alles auf einmal da und so bezaubernd schön, dass ich näher hin wollte. Ich fand dieses Licht unglaublich anziehend, weil es hat sich so friedlich angefühlt und so beglückend. Ich bin dann näher auf diese Erscheinung zugeschwebt oder ich wollte dahin und habe gemerkt, je näher ich komme, desto mehr löse ich mich da auf. Also ich und habe so das Gefühl gehabt, ich gehe wieder heim. Da gehöre ich eigentlich hin. Das andere ist nur Zwischenwelt oder Zwischenzustand. Eigentlich ist da mein Zuhause und ich war so beglückt, dass ich wieder heim darf und dass ich da wieder hin darf, dass ich noch näher bin und dann gemerkt habe, so wie ich da rein verschwinde oder wieder aufgenommen werde. Und dann ist was passiert, was ich auch umschreiben muss, weil wenn man so einen Luftballon nimmt, einen heliumgefüllten, der schweben kann und an der Schnur hält und dann mit Wucht nach unten zieht oder so dran, an der Schnur reißt, dann geht der Luftballon auch ziemlich schnell nach unten. Und so habe ich das empfunden, als ob mich jemand nach unten zerrt. Also so mit richtig viel Beschleunigung. Das fand ich äußerst unangenehm. Also ich wollte dahin, ich wollte nicht wieder zurück. Es war auch eigenartig, weil ich habe zu der Zeit, ich hatte ein schwieriges Verhältnis mit meinen Eltern, aber ich habe sie sehr lieb gehabt. Das war nicht die Frage. Also es war nicht die Frage, was mit denen dahinter mir. Es war nicht wichtig. Also ich wollte einfach nur wieder nach Hause, wie gesagt. Und dann bin ich wieder nach oben und es hat mich wieder nach unten gezogen. Und dann habe ich es ein drittes Mal probiert. Da ging es dann schon nicht mehr so nah. Und dann gab es einen ganz kräftigen Ruck und ich war plötzlich wieder in meinem Körper. Und habe die Augen aufgemacht, war
sehr aufgelöst, hatte Herzrasen, habe Tränenflüssigkeit an den Wangen runterlaufen gehabt. Also ich war richtig nass auf der Seite. Ich habe richtig geweint gehabt, wohl auch, weil das so auch so anrührend war und so intensiv war. Und habe mir, also es war nicht angenehm, in dem Engen zu sein. Ich habe es beklemmend gefunden, auch getrennt zu sein von dieser Glückseligkeit, ich kann es gar nicht anders nennen. Und dann war mir klar, ich habe noch eine Aufgabe. Ich muss hier noch so weiter, bevor ich da wieder hingehen darf. Also es war nicht angenehm. Als Sie außerhalb des Körpers waren, haben Sie die Umgebung genau wahrgenommen? Als ich nach draußen bin, war alles noch sehr konkret. Also ich habe die Dachziegeln gesehen, ich habe die Flechten auf den Dachziegeln realisiert. Also das war sehr, so wie ich es jetzt auch anschauen würde, sobald ich mich diesem Leuchten zugewendet habe, hat sich's verändert. Also je näher ich an das Licht hin bin, desto mehr, das war gar nicht mehr wichtig. Also das hat keine Bedeutung mehr gehabt, dieses feste, materielle. Und wie gesagt, ich habe es mir so erklärt, als ob ich sehen kann, woraus die Welt besteht oder das Leben oder ich weiß gar nicht. Also, und dieses Licht im Norden, hat das eine bestimmte Farbe gehabt? Es war ganz hell, es war ganz, also weiß. Weiß, oder, ja. Das Licht war ganz weiß, das da gestrahlt hat, aber die Atome in der Luft, die waren bunt und wie gesagt, haben geklungen und haben pulsiert. Und ich glaube, ich habe nicht eine Erinnerung, dass noch was anderes außer diesem überhaupt da gewesen wäre. Das war wirklich nur am Anfang, bevor ich dieses Licht wahrgenommen habe, dass da was Festes war. Ich habe mich ja nicht mehr umgeguckt, weil es war einfach nicht mehr interessant. Ich wollte dahin. Es gibt Menschen mit außerkörpernen Erfahrungen, die von einer Verbindung berichten, von einer silbernen Schnur, der sie mit dem Körper verbindet. Ich habe nur wahrgenommen, dass etwas mit mir in Verbindung sein muss. Ich habe das im Nachgang dann mal gelesen von dieser Silberschnur und habe mir dann gedacht, aha, wahrscheinlich war das dieses. Aber ich habe das an mir nicht wahrgenommen. Ich habe nur eine Verbindung zur Erde quasi gespürt. Deswegen dieses Bild von dem Luftballon. Ja? Also ich habe mich gefühlt wie dieser Luftballon, der halt dann nach oben schwebt. Und es war eine feste Verbindung, die mich gezogen hat nach oben. Ja, und ich habe dann, als ich das gelesen habe, dass das so beschrieben wird, dachte ich mir, wahrscheinlich war halt, am ehesten lässt sich's mit einer Todesnaherfahrung erklären, aber ich war ja völlig lebendig und bumbergesund. Ich war nur am Bett gelegen, also ich habe ja nicht irgendwie, ich war ja nicht gefährdet. Gab es später noch weitere Erfahrungen dieser Art? Also so intensiv und so umfassend nicht wie diese eine. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben in meinem Leben. Ich habe die nie aufgeschrieben. Es war klar, dass die mich begleiten wird bis zum Ende meiner Tage. Also es war klar, das werde ich nie vergessen. Also das hat sich wie eingebrannt. Ich habe mehrfach Klarträume gehabt in meinem späteren Leben dann auch noch. Ich habe da auch eine Affinität dazu, also man kann das ja trainieren quasi, indem man sich tagsüber 3, 5, 7 Mal fragt, wache ich jetzt oder schlafe ich, woran könnte ich erkennen, dass ich wach bin oder schlafe oder so. Wenn ich das 2, 3 Tage mache, dann habe ich einen Schlafraum. Ich nutze das allerdings nicht. Also ich habe nach wie vor immer mal, also in größeren Abständen Klarträume, wo ich quasi einschlafe und träume und im Traum auf einmal realisiere, ich träume ja gerade, ich bin ja gar nicht wach. Und im Rahmen von so einem Klartraum habe ich war ein junges Mädchen, ich habe geschwärmt für einen jungen Mann und war aber nie bei dem zu Hause gewesen. Der ist ab und zu mal zu mir zu Besuch gekommen und ich bin in dem Klartraum quasi aus meiner Umgebung, aus meinem Bett, aus meinem Zimmer raus und habe mich da zu dem Haus begeben, wo er gewohnt hat, wo ich wusste, dass er wohnt und war in seinem Zimmer. Und er lag im Bett und hat geschlafen und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber nicht okay irgendwie. Also es war mir dann ein bisschen peinlich und dachte mir, das ist ja ein bisschen grenzüberschreitend und bin dann also wieder zurück. Und 2, 3 Monate später habe ich dem was zu Weihnachten vorbeigebracht und er war aber nicht zu Hause. Und ich habe seiner Mama abgeben wollen und die hat gesagt, du mir einen Gefallen, geh hoch und leg's in sein Zimmer, du musst die Treppe hochgehen und so da und da.
Und dann bin ich hochgegangen und habe die Tür aufgemacht und es war dieser Raum. Also der Schrank stand da, wo er auch in meinem Traum gestanden war, und auch der Schreibtisch war da, das Regal und das Bett. Das fand ich dann ein bisschen beklemmend, weil ich dachte, ich war ja hier. Also es war so ein Déjà-vu. Ja? Und dann hatte ich noch ein paar Monate später hatte ich noch ein Erlebnis, das sehr beklemmend war und leider nicht sehr positiv, also nicht sehr angenehm oder nicht sehr positiv. Und zwar habe ich auch einen Klartraum gehabt, wobei ich mich nicht erinnern kann, wo ich da unterwegs war oder was ich da getan habe. Ich weiß nur, ich bin zurückgekommen und war über in mein Zimmer, das habe ich gesehen. Ich hatte so ein Jugendzimmer mit so einem Klappbett und habe mich da im Bett liegen sehen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt das? Wie komme ich jetzt da rein? Also das war sonst irgendwie gar keine Frage, aber diesmal war, also ich bin dann näher auf meinen schlafenden Körper zugeschwebt und war so über mir. Und das ging irgendwie nicht. Das fand ich seltsam. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich komme da jetzt nicht rein. Und dann ist auf einmal was passiert, was mich sehr erschreckt hat. Und zwar hat dieser Körper, der ja meiner war, der hat sich aufgesetzt und hat die Augen aufgemacht. Und ich habe mir quasi ohne Spiegel so ins Gesicht geguckt. Und es war sehr bedrohlich. Also ich habe den Blick von meinem Gesicht, von meinem Körper als feindselig erlebt. Und das hat mich erschreckt und dann dachte ich mir, da passt was nicht, das ist ja meiner, also ich will ja wieder rein. Und dann ich kann mich noch entsinnen, das war dann immer so kurz, habe ich von innen wieder wahrgenommen und dann war ich wieder außen und wieder innen wieder außen. Ich habe immer versucht, das Licht anzumachen, das weiß ich noch. Ich habe immer so getastet. Irgendwann ist es mir gelungen, ich saß im Bett, ich hatte wieder ganz viel geweint und hatte irgendwie das Licht dann auch erreicht und habe es angemacht. Und dann war es, ich habe Angst gehabt. Also es war was im Raum, ich habe nichts gesehen. Also es war, ja, aber ich hatte das Gefühl von der Präsenz, als ob da irgendwie was ist, was mir jetzt das nicht gönnt, dass ich wieder so bei mir bin. Und ich habe mich nicht bewegen trauen. Und ich wäre am liebsten aus dem Zimmer ganz schnell davon gelaufen. Und mir war aber klar, wenn ich jetzt aus dem Zimmer rausgehe, brauche ich in dem Zimmer nicht mehr länger wohnen, schlafen, irgendwas. Also dann ist das Zimmer nicht mehr meins. Also das war mir deutlich, die Flucht gibt's nicht. Und dann bin ich halt sitzen geblieben und ich bin sonst sehr couragiert eigentlich immer gewesen, auch als Kind schon. Ich habe vor wenig Dingen irgendwie Angst und wenn ich Angst habe, dann mache ich mich groß. Aber das war klar, das geht jetzt nicht. Also ich habe mich nicht getraut, irgendwie mich zu verwahren oder irgendwie laut zu werden, sondern ich bin einfach sitzen geblieben und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und habe einfach ein bisschen gebetet. Ich habe eher gesagt, lieber Gott, wenn du irgendwas tun kannst, wäre es echt nett, weil gerade das ist nicht gut, da ist irgendwie was und beschütz mich bitte und so. Und es hat relativ lange gedauert, das waren bestimmt 10 Minuten. Weil die Zeit hat sich dann durch die Angst, dehnt sie sich ja noch viel länger. Und dann ist es langsam schwächer geworden und dann ist es wirklich verschwunden. Und ich bin dann noch bestimmt 5 Minuten gesessen, um sicher zu sein. Und dann habe ich mir getraut, mich aufzurichten, aufzusetzen, aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. Und dann war es okay, das war dann vorbei. Ja. Mhm. Aber das hat dazu geführt, dass ich mich danach nicht mehr so sehr mit der Leib beschäftigt habe. Das hat mich einfach beklommen, was das gewesen ist. Haben Sie eine Erklärung für diese Erfahrung? Naja, also am Anfang bei diesem Lichterlebnis habe ich mit niemandem mich sprechen trauen, weil ich einfach Sorge hatte, dass ich als verrückt betituliert werde, dass man mir nicht glaubt, dass man denkt, du bist allein geschlafen, also irgend sowas. Und habe dann lange gebraucht, bis ich mich einer älteren Freundin anvertraut habe. Ich hatte so eine mütterliche Freundin, zu der ich Vertrauen hatte, und die hat mir netterweise das tibetische Totenbuch ausgeliehen zum Lesen. Und das hat mir gut getan, weil ich gesehen habe, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich seit Hunderten von Jahren mit Bewusstsein beschäftigen und dass es Beschreibungen gibt, wo man, ach so, ach das, aha, so ist es. Also ich bin gar nicht alleine und ich bin auch in keiner Weise verrückt oder sowas, sondern
Das ist halt etwas Spezielles gewesen, was mir widerfahren ist. Diese andere Geschichte, wo ich mich so bedroht gefühlt habe, habe ich mal mit jemandem besprochen, der so einen Zugang auch zu Mystik hat. Und der hat gesagt, man sagt, dass neben einem schlafenden Körper manchmal Geister verweilen, die den übernehmen. Und ich weiß es nicht, was es gewesen ist. Aber es kam mir wirklich vor, als ob da eine Energie ist, die meinen Körper nutzt und verhindert, dass ich ihn wieder nutzen kann. Also so hat es sich angefühlt. Aber Sie haben diese Geschichte, konnten Sie verarbeiten für Sie? Naja, insoweit, dass ich mich dann halt einfach dann nicht mehr so viel damit beschäftigt habe. Ich habe die ganze Geschichte habe ich einmal einem Sanyasin erzählt. Der war irgendwie gerade in Pune gewesen und zurückgekommen und die ganzen Leute um ihn rum, die haben gesagt, wow, der hat ein Erleuchtungserlebnis gehabt und so. Ja? Ich kann es nicht beurteilen, ich kannte ihn vorher nicht, aber der wollte das hören. Und dann hat er sich das von mir erzählen lassen und er hat mir gesagt, ich soll vorsichtig sein, wenn mir das so einfach passiert, ja, so ohne dass ich jetzt da groß drauf hinarbeite. Er hat gesagt, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben versuchen, sowas zu erleben und dir fällt es dann so zu. Also das fällt dir einfach in den Schoß. Ich habe zu der Zeit dann auch kein Fleisch gegessen, kein weißes Mehl, kein Zucker. Und er hat gesagt, tu mir einen Gefallen, ess Schnitzel und Pralinen, um dich zu erden, um einfach so, ja, weil das kann da ja beim Autofahren einfach so passieren, wenn es einfach so kommt, so ungefähr, ja. Und pass auf dich auf. Und ich habe dann Schnitzel und Pralinen gegessen. Also ich hab mich mehr geerdet und einfach mehr so auf mich darauf konzentriert, was denn diese Aufgabe sein könnte, die ich da zu erfüllen habe noch. Oder Frau Großmann, hatten Sie noch weitere besondere Erfahrungen? Ich hatte eine sehr berührende Erfahrung tatsächlich noch. Und zwar war ich mit meinem Freund zusammen gewesen und mit dem gemeinsam auch weggezogen zum Studium. Also ich hatte das Studium angefangen, er hat mich begleitet, wir haben dort eine Wohnung genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Beziehung ging auseinander nach kurzer Zeit und es war sehr, sehr leidvoll und ich war sehr belastet. Ich hatte ihn sehr, sehr gern. Ganz einfache Geschichte, der hat eine junge Frau kennengelernt und ist mir fremd gegangen und das habe ich irgendwie nicht verwinden können oder verknusen können. Ich habe mich dann getrennt und es war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich. Also ich habe da, ich konnte nicht mehr gescheit schlafen, ich habe irgendwie nichts mehr gegessen, also es war furchtbar. Und an einem Abend, ich habe bei einer Freundin übernachtet, weil ich gar nicht zu Hause sein wollte und konnte. Und an einem Abend war ich schon im Bett und hatte mich hingelegt und ich hatte wenig gegessen an dem Tag. Dann irgendwie noch so einen Salat am Abend, so einen kleinen, mit Mühe. Also ich bin sonst ein ganz guter Esser, aber ich habe wirklich an den Blättchen rumgekaut ewig. Es war alles mühsam, alles anstrengend, egal. Ich habe mich jedenfalls hingelegt. Und dann lag ich da in diesem fremden Raum bei dieser Freundin in dem Zimmer und war so, es ging so los, ich habe gedacht, ich dämmer weg. Ich hatte nicht gut geschlafen, die Tage davor vielleicht, keine Ahnung, 3 Stunden pro Nacht schlecht oder 5 Stunden pro Nacht schlecht geschlafen. Und dann hat sich zu mir eine Lichtgestalt gesellt. Die ist so erschienen und ist so auf mich zugeschwebt und es war überhaupt nichts Beängstigendes, obwohl das ja schon sehr seltsam ist, wenn man nachts in einem dunklen Zimmer in einem Fremden liegt und dann erscheint da auf einmal irgendwie so ein Lichtwesen. Es war, auf jeden Fall kam die und hat mir so einladend die Hände gereicht. Ich soll mitkommen. Und dann habe ich auch, also ich war nicht in meinem Körper, es war auch eine ähnliche Qualität wie dieser Lichtkörper. Und dann hat die mich mitgenommen und dann waren auf einmal mehrere davon da. Die hatten alle unterschiedliche Farbschattierungen und die haben mich so aufgenommen in ihren Kreis und haben mich so die hatten keine Hände, ich hatte ja auch keine, aber wir haben so, als ob wir so einen Reigen tanzen würden und haben mich getröstet und waren einfach da für mich und das war unglaublich beglückend, weil ich mich behütet gefühlt habe und in der Zeit einfach sehr
viel Not hatte und sehr viel traurig war und verzweifelt war und zu Menschen nicht so den Zugang hatte, aber zu diesen Lichtwesen, die waren so freundlich zu mir und ich habe mich so geborgen gefühlt. Also, ja. Und ich kann es, ist schlecht zu beschreiben, am ehesten vielleicht noch, wenn man sich bunte Chiffontücher vorstellt, die durch Wind bewegt werden, waren das so fließende Figuren. Aber es war alles Licht, es war nichts Konkretes. Mhm. Aber es war sehr, sehr tröstlich und ich habe mich sehr geborgen gefühlt. Dann haben Sie nebst dieser beängstigten Erfahrung auch wieder eine schöne Erfahrung machen dürfen. Ja. Was für Auswirkungen hatte diese außerkörperliche Erfahrung auf ein weiteres Leben? Also sehr unterschiedliche. Zum einen ist die Frage, wohin wir gehen, wenn wir sterben, für mich beantwortet. Also für mich gibt es jetzt den Tod, so wie er landläufig beschrieben wird, das ist ein Umwandlungsprozess. Wir gehen einfach dahin, wo wir sowieso herkommen und hinkören. Also der Tod schreckt mich jetzt nicht. Das Sterben sehr wohl. Also ich habe jetzt, es geht mir so, ich bin auch umsichtig und vorsichtig. Ich habe einen Sohn, den ich sehr lieb habe und es wird sicherlich schwer, mich zu verabschieden, wenn es so weit ist, einfach weil ich für den da sein will und die Vorstellung, dass ich nicht für ihn da sein kann, obwohl er mich braucht, weil ich halt schon da im Glück bin. Also das, ja, ich, so hat sich jetzt da nichts verändert. Ich habe auch Angst vor schweren Krankheiten oder davor, dass ich Schmerzen habe. Das ist wie bei jedem anderen auch, aber für mich ist das Sinnbild für Sterben, das ist der Übergang. Ich habe auch, wo mein Vater verstorben ist, 3 Tage mit ihm geredet. So einfach, wo ich gegangen bin und gestanden bin. Und als er dann beerdigt wurde, weil der sehr elend gestorben ist, der hat eine COPD gehabt und ist wirklich erstickt am Schluss. Und mir ging es die ganze Zeit so, dass ich mir gedacht habe, dem geht es jetzt so gut. Der ist da, ja. Und es wäre mir schändlich vorgekommen, mir zu wünschen, er wäre in diesem vernichteten Körper wieder. Also ich stand auf der Beerdigung, ich habe gestrahlt die ganze Zeit, die man alle gedacht haben, ich bin auf Valium, ich war stocknüchtern. Ich habe mich einfach für ihn gefreut, dass das Leid ein Ende haben kann. Und ich hatte eine klare Vorstellung, wo er sich jetzt befindet und das habe ich ihm von Herzen gegönnt. Also das ist meine Einstellung zum Sterben ist eine andere oder zum Tod ist eine andere, als es bis dato war. Und es hat sich auch erhalten über die Zeit. Ich meine, das ist lang her, das Erlebnis. Und ich nutze es manchmal tatsächlich, wenn ich mit Menschen spreche, die sehr schwer krank sind und überlege mir gut, ob das hilfreich sein könnte, dass ich das erzähle. Als vielleicht Ausblick, Trost, wie auch immer. Das tue ich manchmal. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was muss durch mich in die Welt? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich am richtigen Pfad bin, ich hoffe es. Aber also ich habe mich wirklich auch geprüft. Ich habe 7 Jahre gebraucht, bis ich für mich erkannt habe, was ich machen muss mit meinem Leben, also was ich beruflich machen muss. Und das habe ich dann auch getan und ich bin sehr glücklich damit. Also das macht mich sehr, sehr froh, es ist sehr stimmig. Frau Großmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.